Sayın Schweinfurtlu Türk vatandaşlarım, sizlere yeniden seslenmek istiyorum. Hem 3. belediye başkanı olarak ama en önemlisi Leopoldina Hastanesi'nde çalışan hemşire olarak korona durumunun hem şehrimizde hem Almanya çapında çok kritik olduğunu belirtmek isterim. Hastane kapasiteleri dolup taşıyor. Yoğun bakımda hasta tedavi imkanlarımız tükeniyor. Böyle devam ederse ağır hastalarımızı Schweinfurt'taki hastanelerde tedavi edemeyeceğiz. Yoğun bakımdaki hastaların neredeyse hepsi aşı olmamış. Bu durumu değiştirmenin tek çaresi korona aşısı olmak. Daha aşı olmadıysanız lütfen acilen aşı olun. Eğer 2 kere aşı olduysanız ve bu 5 ayı geçtiyse lütfen acilen 3. aşınızı olun. Aşı olmak için bildiğiniz aşı merkezlerine başvurabilirsiniz. Ve tabii ev doktorunuza da başvurabilirsiniz. Sağlıklı ve normal bir yaşama dönmenin tek çaresi aşı. Lütfen aşı olun. Liebe in Schweinfurt lebende türkische Mitbürger, ich wende mich heute erneut an Sie. Als dritte Bürgermeisterin, aber vor allem als Krankenschwester kann ich Ihnen berichten, dass sowohl in Schweinfurt als auch in ganz Deutschland die Corona-Lage immer kritischer wird. Die Krankenhäuser laufen mit Patienten über und die Versorgung der Intensivpatienten kommt an ihre Kapazitätsgrenzen. Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir bald keine freien Intensivbetten mehr haben und werden Patienten nicht mehr versorgen können. Der größte Teil der Patienten auf Intensiv, die schwer an Corona erkranken, sind ungeimpft. Das Wichtigste, was wir tun können, um diese Situation zu ändern, ist die Corona-Impfung. Wenn Sie noch nicht geimpft sind oder Ihre Impfung länger als 5 Monate her ist, gehen Sie bitte unverzüglich zur Impfung. Sie können sich bei den bekannten Impfzentren, dem Impfbus, aber auch bei den meisten Hausärzten impfen lassen. Die einzige Möglichkeit, ein gesundes und einigermaßen normales Leben wieder führen zu können, ist die Corona-Impfung. Bitte gehen Sie zur Impfung.